Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht, neue Kulisse, mal wieder. Ich nehme das gerade mit meinem Handy auf und hier ist schon das ganze Set hier aufgebaut, sozusagen. Und wie versprochen, kommt heute mein Schminksammlungsvideo. Da ich aber sehr viel Schminke habe, werde ich natürlich das Video spalten. Ich habe mir gedacht, während ich aussuche, beziehungsweise wenn ich euch die Produkte zeige, entscheide ich mich, ob ich was aufbrauchen will oder nicht. Also ich schaue, dass ich jetzt ein Aufbrauchprojekt starte. Und dazu kommt aber ein extra Video, das sage ich in dem Video natürlich noch nicht. Dazu kommt ein extra Video. Genau, und jetzt würde ich sagen, zeige ich einfach mal meinen Schminkschrank von Weitem. Und dann beginnen wir mit dem Video. So, nun seht ihr mein Schminkvideo im Ganzen sozusagen. Er ist wirklich mittlerweile sehr, sehr vollgestellt, wenn man ihn am Anfang anguckt. Hier die ganzen Boxen und was weiß ich. Gehört auf jeden Fall mal etwas besser sortiert bzw. angeguckt. Und ich würde jetzt sagen, wir fangen hier oben an und arbeiten uns dann hier rüber und dann von da unten bis darüber. Und deswegen würde ich sagen, habe ich ja viel zu tun, rede ich nicht lange, sondern fangen wir einfach gleich an. So, nun seht ihr ein schönes Bein, das ich noch wegtue. So, nun seht ihr hier mein ganzes Zeug. Und das erste Problem schon, als ich es raustun wollte, ist mir alles entgegengeflogen, weil hier drüben, das seht ihr jetzt nicht, ist auch lauter Zeug. Aber das habe ich jetzt verteilen müssen, weil hier hätte nichts reingepasst. Es ist alles einfach rausgeflogen. In dem Fach drin hat es Gott sei Dank noch einigermaßen gehalten. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach an. Ich drehe das mal am besten um, damit ihr das besser sehen könnt. Also das erste, was ich hier habe, sind erstmal schon Masken, die ich nicht mehr reinbekommen habe. Einmal von Balea Boss, von Bio Vegan, eine Animal Maske. Eine Tigermaske von Balea, also die sind schon relativ alt. Dann eine Top Perfection Lippenmaske. Was ich ganz gerne mag, sind diese Ivy Hot Ice Tea Maske. Eine Slice Maske, die kennt ja auch mittlerweile jeder. Die Dr. Schuller Maske. Dann diese Beauty Effect Augengel Pads. Dann Egg Mellow Cream von, ich weiß gar nicht, wie die heißen, 5-in-1. Too Cool for School, glaube ich, heißt es. Genau. Und da habe ich zweimal. Hier habe ich einmal so eine Bürste, die ich eben in der My Little Box drin hatte, zum Einmassieren. So, dann geht es hier mit den Masken weiter. Hier habe ich einmal diese Bio Vegan Skin Food Maske, diesmal in Rot. Eine Hydra-Bomb-Maske, eine zweite Hydra-Bomb-Maske und natürlich noch eine dritte Hydra-Bomb-Maske. Also Masken gehen wir auf jeden Fall in der nächsten Zeit nicht aus. Dann haben wir dreimal Lippenmasken, einmal von Müller und zweimal von Isana. Diese Nacht-Repair-Konzentrat. Dann diese Augengel-Pads, habe ich leider auch noch nicht ausprobiert, muss ich unbedingt den Sommer machen. Dann einmal Nose Stripes und für Kinn und Stirn so Stripes von Essence. Eine Augenmaske von Rivaldi Loop. Dann noch Masken von der lieben Miss Pink Panther, die ich bekommen habe, von CV. Dann noch eine Einhornmaske. Eine Today Maske, Peel-Off Maske. Nochmal so eine Balea Tuchmaske, Cool Melon. Eine Youth Maske. Ach, und hier nochmal so eine Lippenmaske. Also ihr seht schon, ich muss einiges aufbrauchen. Eine Feuchtigkeitscreme. Das ist, glaube ich, dieses Bräunungsset aus der Glossy Box, aber mit Bräunung habe ich es nicht so, deswegen ist das immer noch da. Dann von Terra Naturi diese zwei verschiedenen Masken. Dann Melonengelmaske, weiße Tee- und Kirschmaske und diese von Amsterdam Curit Wart Maske. So, und bald haben wir es mit den Masken. Noch einmal eine Fußmaske, eine Winterzaubermaske, eine Luvus Heilerde-Maske, die müsste ich auch unbedingt mal ausprobieren. Die sind ja nicht schlecht. Noch eine Probe von Today. Noch eine Luvus Clean-Maske. Dann Perfect Skin Konzentrat. Eine Garnier Skin Active-Maske. Von DT Sept ein Badesalz, das auf jeden Fall gleich mein Mann bekommt.
Dann von L'Oreal diese Tonerde-Masken. Noch einmal No Stripes. Eine Probe des Hydra Genius. Eine Probe von Biore No Stripe. Nochmal drei Masken von Garnier. Und Kräuteraugenpads. Und es war es immer noch nicht mit der Gesichtsmaske. Denn ich habe nochmal von Balea diese Pots-Masken. Nochmal von Curit Watt eine Maske. Eine Chai Tea Vanilla Maske und nochmal so eine Hyaluron Tagespflege von, gute Frage, Medi Pharma Cosmetics. So, das waren jetzt allein alle meine Masken, die hier sind. Also ich muss unbedingt einiges aufbrauchen, aber ich komme einfach nicht hinterher. Jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit der Handcreme bzw. den Handprodukten. Hier habe ich einmal immer noch meine Seife von Balea, die Einhornseife, aber die will ich irgendwie nicht verwenden, die gefällt mir so. Dann habe ich von Alverde eine Handpflege in Granatapfel. Dann einmal die Handcreme von Oktoberfest, die es mal gegeben hat. Dann einmal immer noch diese Einhorn-Handcreme. Die Litchi-Handcreme von Trackamoon. Einmal den Balea Cake Pop Charm, da verwende ich gerade die Himbeerversion davon. Dann einmal diese Olivenhandcreme. Also ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, weil sonst wird es einfach zu viel. Dann von Avon eine Handcreme, die eben in der, ich glaube, Winterbox drin war von Glossybox. Von Umido eine Handcreme mit Mandelöl. Die habe ich von meiner, beziehungsweise von Alex, seiner Oma, zum Geburtstag bekommen. Dann eine Handcreme von der My Little Beauty Marke. Dann immer noch diese Handcreme, die ich von der Vera Paula bekommen habe. Die ist echt gut. Ein Desinfektionsgel. Noch ein Desinfektionsgel von Mercy Handy. Eine Handcreme von The Body Shop. Eine Handcreme von Essence aus der Winter Edition. Dann nochmal von Mercy Handy eine Handcreme. Und ich glaube, das war's jetzt mit den Handcremes. Genau, dann machen wir einfach mit der Gesichtspflege weiter. Da habe ich hier auf dieser Seite auch noch was, das zeige ich euch natürlich aus. Und zwar einmal den Skin Manager von Alcina natürlich. Ich habe die Produkte alle noch nicht getestet, also die meisten habe ich noch nicht getestet, deswegen kann ich da euch auch noch nicht viel drüber sagen. Dann von Mitchell & Peach eben dieses Gesichtsöl, das in der Glossybox ja leider ausgelaufen ist. Dann nochmal von Alcina ein Reinigungsmousse. Dann diese Glow Maske Beauty Primer von Nivea. Ich habe leider immer noch die von Glossybox, diese Barbo-Ampullen. Von Biore habe ich vergessen, bei der Gesichtsmaske eben noch weitere Nose Stripes. Dann einmal das Anti-Pickel-Fluid von Balea. Soft Clear Reinigungspeeling-Maske von Balea. Dann noch die Nivea Reinigungstücher, wo ich hier auch von Primark Reinigungstücher habe. Dann nochmal von Alcina Hyaluron Augencreme. Hier noch eine Handcreme von La Patisserie. Ein Soft and Clear Gesichtswasser. Die Urban Detox Maske von Nivea, die soll ja echt nicht schlecht sein. Die muss ich jetzt auch unbedingt mal testen. Dann haben wir von My Little Beauty ein Gesichtspeeling ist es. Von Garnier eben eine Probe von einem Micellenwasser. Von Lombardine dieses Abschmink- und Pflegegel. Von L'Oreal immer noch zugepackt dieses Scrub, dieses Kiwi Scrub für klärendes Gesicht, also klärende Haut. Dann von Hey eben dieses Gesichtsserum. Dann haben wir noch von Youty oder wie das heißt, diese Peel-Off-Maske. Von You and Oil Acai Thick Marula. Was war das jetzt? Ich glaube, dass das auch fürs Gesicht zum Gesichtsöl war. Also Gesichtsöl habe ich genug. Dann habe ich noch diesen Refreshing and Moisturizing Primer Stick von Essence, den es eben in dieser Boy and Girl LE gegeben hat oder wie das heißt. Von Vichy die Creme, die jetzt vor kurzem in der My Little Box drin war. Dann immer noch von Chris Farrell Hyaluronic Booster. Von Glam Glow diese Maske. Von Love
Cuticle Treatment. Immer noch von Barbour, diese Lifting Cellular Creme, die ja 100 Euro kostet oder so, die auch im Glossy Box Adventskalender drin war. Dann die Golden Caviar Creme Maske. Dann von Shiseido auch nochmal ein Gesichtsöl, glaube ich, ist das auch wieder. Dann habe ich vom Primark noch so ein Anti-Pickel-Gel. Von Biodroga ein Cleansing-Gel. Ein Rosenwasser von My Little Beauty, bin ich leider auch noch nicht dazu gekommen, dass ich das aufgebraucht hätte. Von Shiseido ein Cleansing Foam. Dann diese komische Maske von My Little Beauty. Weiß ich auch nicht, wie das genau funktioniert. Dann nochmal ein Reinigungsgel von My Little Beauty. Die gehen mir auf jeden Fall auch nicht aus. Dann das ist der Fußschaum. Verwende ich auch nicht, das habe ich aber schon anfangs gesagt. Dann einmal eine Augengel, also für unter die Augen. Und hier auch eben nochmal so ein Augengel. Und ein Hyaluronwasser von Nutraskin habe ich auch noch nicht verwendet. Und das letzte, das sich hier drin befindet, ist eine Augencreme von Shiseido. So, also ihr seht, das erste Fach macht eigentlich schon ein ganzes Video aus. Und ich werde es beim ersten Video jetzt auch damit belassen, weil sonst wird es echt zu viel. Ich mache jetzt auf jeden Fall das nächste Video mit der nächsten Box. Und ich glaube, die Videos werden sich auf jeden Fall ziehen. Aber ich werde sie auf jeden Fall unterteilen und hinschreiben, was in dem Video vorkommt, damit ihr euch die Videos aussuchen könnt sozusagen. Dann hoffe ich, das erste Video hat euch gefallen. Als nächstes folgen auf jeden Fall die Nagellacke und ein paar Lippenstifte, aber noch nicht alle. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!